Das ist er, der Sudraum. Hier werden die klassischen Zutaten des Bieres, Hopfen und Malz, zunächst zu Maische verarbeitet, mit Hilfe von jeder Menge Wasser. 2,5 bis 3 Stunden dauert das bei Temperaturen von 60 bis 97 Grad, je nachdem, welches Bier gerade gebraut wird. Welche Inhaltsstoffe in welcher Menge in das Fass kommen, das wird vollautomatisch geregelt. Unterschiedliche Malzsorten sorgen für unterschiedlichen Geschmack. Der Hopfen in Form von Pellets kommt aus Tettnang oder der Hallertau. Im Maisch- und Läuterbottich wird die Maische anschließend abfiltriert. Übrig bleibt sogenannter Treber, der als Viehfutter verwendet wird. Und die Würze, die macht später den Geschmack des Bieres aus. Herr Würz, wir haben gesehen, vieles läuft hier vollautomatisch. Welchen Einfluss hat eigentlich ein Braumeister noch auf die Qualität des Biers? Ja, schon einen sehr großen. Das geht an mit der Auswahl und Selektierung von den Rohstoffen. Da arbeiten wir mit langjährigen Partnern zusammen, also mit 3 Malzereien. Das geht eigentlich los vom Feld anfangen beim Landwirt und geht dann bis zur Eingangskontrolle vom Malz im Sudhaus. Ja, das ist mal bei der Gerste und beim Hopfen ist das Gleiche. Wir verwenden sehr alte Hopfensorten. Da müssen wir auch die Kontrakte schon ziemlich langfristig abschließen, damit wir diese Sorten noch bekommen. Aber diese Sorten, auf die schwören wir halt, weil wir durch die eine wunderbare, ausgeglichene Bittere im Bier bekommen. Und hin und wieder arbeiten Sie auch noch an eigenen Rezepturen? Ja klar, der Markt, der ist ja schon, wie soll ich sagen, der Kunde, der will auch wieder was Neues, zum Beispiel zum alkoholfreien Weizen, wo wir vor 1,5 Jahren rausgekommen sind. Da haben wir auch über 1 Jahr lang haben wir da entwickelt und geforscht, bis wir das soweit gehabt haben. Der Trend, der geht einfach zu alkoholärmeren Bieren und zu alkoholfreien Bieren und man muss da präsent sein auf dem Markt. Was macht ein gutes Bier aus? Hopfen und Malz kennen alle, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja gut, jede Brauerei hat da seine Eigenheiten, die sie auch verrät. Also wir schwören halt auch auf die Hefereinzuchtanlagen. Wir haben im Untergärigenbereich wie auch im Weizenbier haben wir eigene Reinzuchtanlagen. Wir verwenden die Hefe maximal nur einmal. Beim Weizenbier geben wir nur Reinzuchthefen. Und das, ich sage mal, das macht eigentlich vom Geruch und Geschmack im Bier schon bedeutend was aus. In diesen Tanks gärt das zukünftige Bier knapp eine Woche lang bei konstanten 9,5 Grad. Vorher wurde dem Ganzen Hefe zugeführt. 5 Wochen lang reift das Bier anschließend. Braumeister Markus Würz kann während dieser Zeit genau kontrollieren, in welchem Stadium das Bier ist. Die Temperatur und alle wichtigen Daten werden konstant und vollautomatisch gemessen. Herr Würz, wir sind jetzt hier im alten Eiskeller. Was genau ist hier früher gemacht worden? Ja, da waren früher die Tanks drin. Man hat auch genauso gelagert, 5 Wochen lang, wie jetzt auch in den zylinderkonischen Tanks. Wir haben früher oben, wo der Zeltplatz ist, war ein Weiher. Da hat man im Winter das Eis rausgesägt. Es gibt da noch einen Eisstollen, wo man das Eis dann eingebracht hat. Und man hat praktisch so lange Bier braucht, bis die Eisvorräte aufgebraucht waren. Und erst wo praktisch der Kalinde einen Kühlkompressor erfunden hat, ist es eigentlich gewährleistet worden, dass man hat über den Sommer durchbrauen können. Heute finden hier für Besuchergruppen Zwickelverköstigungen statt. Was ist Zwickel? Ja, Zwickel ist ein unfiltriertes Bier. Das sehen wir jetzt da. Das ist jetzt ein Bier, das ist jetzt in der 4. Woche in der Lagerung. Also nächste Woche wird das Bier dann filtriert und abgefüllt. Im Zwickelbier sind halt alle Hefebestandteile noch im Bier drin und das ist natürlich jetzt Gesundheit pur, weil durch die Hefe, das sind ja sehr viele wichtige Vitamine auch drin im Bier, Vitamin B1, B2, was der Körper auch braucht und ja, das ist Gesundheit pur, was wir jetzt da trinken. Heutzutage wird sowas aber eher alles rausgefiltert, oder? Warum macht man das? Ja, also die meisten Konsumenten wollen halt ein schlankes, filtriertes Bier, also ein Zwickelbier, das ist halt schon sehr mastig durch die Hefe, also das sättigt halt wahnsinnig schnell, wenn man da mal 2 Bier trinkt. Die Filtrierung erfolgt hier in diesem Gerät und zwar mit Hilfe von Kieselgurgestein. Das Bier wird mit einem bestimmten Druck durch die Maschine gepresst, bevor es hier in die Abfüllanlage kommt.
15.000 Flaschen und 80 Fässer werden hier pro Stunde verkaufsfertig gemacht. Insgesamt vertreibt die Zöttler Brauerei 17 Biersorten. Viele davon wird es künftig wohl auch auf der Festwoche geben. Herr Zöttler, die Zöttler Brauerei ist dieses Jahr erstmalig auch auf der Festwoche vertreten. Was wird sich da ändern? Ja, zunächst wird es mal nach 60 Jahren erstmal eine Vielfalt an Allgäuer Bieren geben. Das ist vielleicht das wichtigste Neue. Ja, wir haben uns natürlich sehr gefreut. Den Zuschlag haben ja zwei Wirte bekommen, der Herr Schmid und der Herr Vogler. Das sind ja schon die bekannten Festwirte, die schon in den letzten 10 Jahren ja die Festwoche gemacht haben unter der Regie vom Allgäuer Brauhaus. Und diese zwei Wirte haben sich dann eben für uns als Brauerei entschieden und auch noch für die Engelbrauerei aus Rettenberg. Und diese beiden Brauereien werden jetzt also dann die künftigen Brauereilieferanten werden. Und es gibt natürlich ein spezielles Festwochenbier, da sind Sie schon kräftig dran. Was erwartet mich da? Ein ganz, ganz leckeres Festbier, so viel kann ich mal jetzt schon sagen. Wir sind noch am Feilen an dem Rezept, also es steht noch nicht ganz fest, aber ich denke, wir werden da zur Freude aller Festwochenbesucher sicherlich ein sehr, sehr süffiges, schmackhaftes Allgäuer Festwochenbier auf den Markt bringen. Weiteres Thema, was Sie im Moment bearbeiten, ist Kultursponsoring. Da sind Sie jetzt auch neu eingestiegen bei Euregio. Was machen Sie da und was bringt das der Brauerei? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind ja jetzt nicht ganz jungfräulich, was das Thema Kultursponsoring betrifft. Wir haben auch von der Brauerei Zöttler schon sehr früh, zum Beispiel auch mit der Gruppe Wir 18, also sind wir in dem Kultursponsoring aktiv. Das Thema Euregio kam ja über die ehemalige Postbrauerei Nesselwang. Da haben wir ja die Lieferrechte und die Markenrechte übernommen und wollen auch diese schöne, ich sage mal, Förderung der Allgäuer Musik und auch der Musik um uns herum, also sprich im Außerfern und im Vorarlberg, diese Initiative, die auch vom Allgäu ausging, die wollen wir eigentlich unterstützen, weil es letztlich auch wieder Werte sind, die wir auch leben, wie jetzt Heimatverbundenheit und Geselligkeit, Tradition. Und das sind Sachen, die wir gerne unterstützen wollen. Da ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, was bringt es der Brauerei? Das kann man sicherlich jetzt nicht in Heller und Pfennig sozusagen umsetzen. Ich denke, wir geben hier einfach der Region auch was zurück, was sie uns eben durch den Getränkeverkauf ansonsten bietet. Und da wollen wir unseren Teil eben dazu beitragen, dass das weitergeht. Wir sind im Labor. Hier werden regelmäßig Proben von den produzierten Getränken gezogen zur Qualitätssicherung. Der Rest der Charge wird dann in Kästen verpackt und ausgeliefert. Na dann, zum Wohl!